So, nachdem dass ich schon Video zu machen probiert habe, wie man Multiplex Hochstromstecker auf einen Akku verlötet, machen wir das Ganze jetzt nochmal auf einen Brushless Regler. Ich nehme jetzt wieder den Stecker, nehme mein Kabel hinten, das tue ich wegen dem dran, dass die Wärme abgeleitet wird, dass man nicht der Stecker schmützt. Jetzt nehme ich wieder meine dritte Hand, da zwicke ich das Ganze ein. In Schrumpfschlauch darf man nicht vergessen, weil sonst hat man nachher die doppelte Arbeit. Da ist jetzt mit den Kabeln kein Problem, dass beide abisoliert sind, weil sehr stromlos ist und auch kein Kurzschluss entstehen kann. Ja, wir haben das Minuskabel. Das, was ich jetzt als erstes verlöte, es ist aber egal, was sonst man nimmt. Ich muss gleich dazu sagen, beim ersten Video habe ich, glaube ich, ist mir beim Anschauen aufgefallen, habe ich gesagt, Minus, dabei war es Plus, da habe ich mit dem Plus angefangen, aber sei es wie es sei. Okay, Kabel ist dort. Löt kommt es raus. Und es ist wieder fast, auf einer Seite ist wieder fast fertig verlötet. Ja, genau. Jetzt tue ich gleich den Plus auch dazu. Schrumpfschlauch ist eh drauf, sehe ich gerade. Das Ganze ein bisschen nach oben drehen, lasst es sich besser löten. Vielleicht sieht man dann auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Die Halterung fürs Handy ist also ein bisschen ein Wiggi-Woggi, weil das Ganze nur Versuch ist, ob es überhaupt irgendwer was anfangen kann damit. Das muss ich erst ausstellen, ob das für irgendwen eine Hilfe ist. So, dritte Hand ist Geschichte. Das Ganze habe ich jetzt. Seht ihr, so ist es auf einer Seite. Jetzt drehe ich es um. Ja, ich stelle es wieder weg. Und man macht den Rest. Ich sehe leider Gottes nicht recht gut dazu, da ich bin zuerst drauf gekommen, dass ich, wenn ich meinen Kopf dabei dafür halte, dass ich was sehe, dass man dann am Video nur mehr einen Schatten sieht. Ist einfach nicht perfekt. So, das ist verlötet. Ja, und jetzt recht viel länger darf ich auch nicht mehr hinlöten, weil sonst schmützt es mal. Gruß an Högi. So, nicht kommen aus. Hey, Luft ein. Jawohl. Passt noch, ist wunderbar. Das Kabel kann man jetzt weg tun. Und jetzt verschrumpfen wir es. Ja, wenn man ein bisschen härter dran beim Heißluft, geht es ein bisschen schneller. Okay, ja, das wäre fertig. Ich werde nachher noch die Kabeln für den Brushes verlöten, aber da müssen wir das Zeit noch herrichten und dann machen wir ein eigenes Video. Wer weiß, vielleicht ist es was wert. Tschüss.